Name your game. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 51 Worldwide Games. Und was steht denn heute auf dem Spiel im wahrsten Sinne des Wortes? Wir werden heute das Spiel Passendes Pendant spielen. Was ist das überhaupt? Spielen wir Passendes Pendant? Ja, gern. Kinder gegen Erwachsene. Ihr seid aber in der Überzahl. Egal, ich bin mir trotzdem. Seid ihr mal nicht so sicher? Mal gucken, ob die Kinder oder die Erwachsenen Mist. Gewinnen. Kein Pärchen. Ich bin dran. Ach so, das ist das altbekannte Memory. Ihr kennt's wahrscheinlich aus eurer Kindheit. Man sich ja eh nur ein bisschen um. Aber das sind die normalen Karten. Und deswegen ist es ein bisschen schwieriger, sich das einzuprägen. Na, so ein Pech, Kinderchen. Aber ich werde versuchen, die CPU zu besiegen. Ha, das gibt direkt das nächste Pärchen. Nach der Erklärung geht's sofort los. Boah, die Mutter ist hier sehr, sehr stark. Ich hab mir gar nichts merken können. Die können sich nichts merken. Danke für die Frage. Ja, das sind die heutigen ADHS-Kinder. Komm, wir gehen rein. Und wir starten mit der CPU normal. Let's go. Was für eine schöne Intro-Musik. Ah, ich darf anfangen. Wir sehen eine 5. Und ein Ass. Oh, wie viel Glück hat der? 9 und 3, 9 und 3. Ich probiere mal hier eine 6 und eine 10. Eine 7 und eine 8. So, wir probieren es mal hier eine 2. Und eine 2, was für ein Zufall, geil. Eine 3, das habe ich doch schon gesehen, die war doch hier. Nice, eine Zweier-Serie. Und was könnte das sein? Ass, das hatte ich doch hier. Wow. So, was gibt es denn noch? Den hatten wir noch nicht. Das ist eine 6. Ich glaube, hier war die 6. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo starten. Das ist eine 8. Eine von den dreien ist es. Na komm. Ja! Sehr stark, eine 4. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich probiere es einfach hier. Nee, das war's nicht. Aber ich glaube, wir sind sehr, sehr weit vorne. Der Computer verkackt es schon wieder. Das ist eine 9. Und wo ist die andere 9? Ach, bin ich blind? Jetzt hat das und jetzt kann er fertig machen. Er schafft's nicht. 10 und 4 hatten wir hier. Aber ich kann jetzt fertig machen. Die CPU normal. Wurde die geschlagen? Jawohl, 14 zu 6. Auf geht's. Zur nächsten CPU. So, das ist die CPU schwer und wir gucken mal, wie viel stärker die ist. Los geht's. Finde Karten mit dem gleichen Wert. So, Ladies first, das heißt, ich starte wieder. 8. Komm, wir machen es einfach mal so. 8 und 9. Ass und 10. Gehen mal oben weiter. Das hatte ich doch schon mal. Das war doch hier. Bingo. Darf weitermachen. Das hatten wir auch schon. Mann, heute läuft's aber. Vielleicht ist hier was. Nee, das war die 6. Och. Eine 4 und eine 7.
Ah, die 4 ist gleich daneben. Wie praktisch. 2, die hatte ich, glaube ich, hier oben gesehen. Oh, wieder eine schöne Serie. Das ist die 3. Ich glaube, die hatten wir noch gar nicht. Ha! Was für ein Glück. Das ist die 5. Ah, ich glaube, in diesem Bereich war ich noch nicht. 5 und 7. Und er hat's. Die 7 hatte ich hier gesehen. Ja, die können wir ihm klauen. So, was ist denn hier? Eine 10, die war doch daneben, glaube ich. Yes! 6. Und die war hier, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt kann ich easy zu Ende machen. Ass und Ass. Was für ein schöner Abschluss. 18 zu 2. Schade, mein lieber CPU-Freund. Aber es geht weiter mit dem großen Bruder. Und das ist jetzt die CPU brillant. Gucken wir mal, ob die auch so schwach ist wie die CPU schwer. Bim, bim, bim. So. Rechts oben. Und links unten. So starte ich. Mit einer 8 und einer 6. 9 und 10. Wie hier. Das ist ein Ass. Und ein Dreier. Bis jetzt noch nichts passiert. Oh, die Ass, die hatten wir schon. Die kann ich jetzt gleich aufdecken. Sehr schön. Eine 4 und daneben befindet sich die 2. Eine 5 und eine 7. Ich glaube, die 7 hatte ich hier gesehen. Ja, wenn ihr euch nicht sicher seid, Leute, bei 2 Paaren, dann beginnt mit dem Unsicheren. Dann könnt ihr nämlich noch adaptieren. Und nicht erst das, was ihr fix wisst. So, was könnte hier noch sein? Das war, glaube ich, hier. Perfekt. Ja, so haben wir doch gestartet, Leute. Sehr, sehr gut. Der kommt da. Was macht denn der? Eine 6. Wow. Jetzt kommt die 4er-Serie. Und das ist 2. Die hatten wir, glaube ich, hier. So, ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. Und heute ist es ja diagonal gegenüberliegend. Bingo. Eine 6er-Serie. So, was könnte das sein? Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Eine von diesen dreien. Glaube ich. Nee! Ach, so schwach. Jetzt. Nee, er macht's nicht fertig. Ich glaube, die 3 war hier perfekt. Oh. Was für ein Race. 18 zu 2. Schade, liebe CPU. Das ist die 3 Stern. Also die 3 von 4 Stern CPU. Und jetzt werden wir uns der stärksten CPU widmen. Das ist die CPU überragend. Let's go. Boom, boom, boom. So. Erstmal hier einfach wild ins Getümmel. Eine Ass. Oh, das hätte ich auch gern beim Poker. Ass 6. 8, 9. Und dann geht's schon wieder fröhlich weiter. Das habe ich doch gerade gesehen. Den hatte ich auch schon gesehen. Mann, jetzt läuft's aber bei mir. Ich glaube, das hier hatten wir noch nicht. Das ist eine 4. Komm, ich mach's einfach mal hier auf. 4 und 2. 5 und 3. So, jetzt kenne ich mich auch nicht mehr aus. Ah, jetzt weiß das. Oh. Ja, stark. Boah, der Computer. Richtig krass. Richtig krass. Ich glaube, eine Ass hatten wir hier. Und hier. So, was ist denn hier noch? 7, das war hier. Dann jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Das ist eine 10. Ich glaube, die war hier. Den hatten wir noch nicht. Oh, ja. Entweder ist es der oder der. Und aus bist.
Die ist raus, also nehmen wir die. Bingo! Sehr schön. Yo Leute, 14 zu 6, das war die schwierigste, die überragende CPU. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern Kommi ein Like und ein Abo da. Und vergesst nicht, mir zu schreiben, welches Game ihr von 51 Worldwide Games als nächstes sehen wollt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit euren eigenen Games. Bis zum nächsten Mal. Ciao.